Herzlich willkommen bei dem heutigen Digitalisierungsvideo. Zur Vorstellung kommt der neue AMD MX-Hirn PVD. Der PVD ist ein Personenwagendecoder, wie der Name schon sagt. Er ist von der Größe und vom Layout her genau abgestimmt auf alle Personenwagen von LGB, die ab Werk eine Beleuchtung haben. Das heißt, dieser Decoder kann 1 zu 1 gegen die vorhandene Elektronik, die sich bei beispielsweise allen RHB-Personenwagen als auch den DB-Schnellzugwagen ab Werk befindet, kann dieser Decoder einfach gegen die vorhandene Elektronik ausgetauscht werden. Hier haben wir mal die vorhandene Elektronik. Das ist die normale Elektronik, sehr rudimentär, keine Pufferung, gar nichts. Das ist die Elektronik, die in jedem RHB-Personenwagen, in jedem DB-Schnellzugwagen, eigentlich in jedem Personenwagen von LGB, der ab Werk eine Beleuchtung hat, eingebaut ist. Die können wir rausbauen. Wir können die Kabel hier einfach abschneiden. Ich habe das mal hier vorbereitet. Der Decoder würde in diesem Bereich sitzen. Beziehungsweise hier war die normale Platine und war dann über die Drehgestelle verbunden. Wir können die Kabel abschneiden. Und können die neuen Kabel hier sogar bequem dran schrauben. Wir können sie natürlich auch auf der Oberseite an die Pads löten, was uns lieber gefällt. Wir können den Decoder hier 1 zu 1 reinsetzen und haben dann einen Digitaldecoder. Wir haben weiterhin die Funktionalität, dass wir es abschalten können. Alle Funktionen sind im Analogbetrieb genauso funktionsfähig und im Digitalen kann man natürlich zwei Ausgänge separat schalten. Es sind zwei Schaltausgänge. Technisch gesehen ist es ein GLD-Decoder. Es hat zwei Schaltausgänge, zum Beispiel für die Deckenbeleuchtung und für ein Toilettenlicht oder für die Tischbeleuchtung und die Deckenbeleuchtung, wie auch immer. Wir können auch per Zufall schalten. Also alle Funktionalitäten des GLDs haben wir hier auch abgebildet. Wir können ebenso hergehen durch den integrierten Puffer. Man sieht es hier deutlich. Hier ist ein großer integrierter Puffer. Der puffert das Licht für mehrere Minuten, so dass endlich kein Geflacker mehr auftritt. Dieser Decoder funktioniert auch im Analogbetrieb. Das heißt, auch im Analogbetrieb wird gepuffert und auch im Analogbetrieb hat man den Effekt von einer flackerfreien Beleuchtung. Genauso im Analogen wie im Digitalen. Im Digitalen können wir zuzüglich schalten. Jetzt schließen wir den Decoder mal an und zeigen die Funktion. Für die bessere Funktionalität habe ich in diesem Fall den Wagen nicht komplett zusammengebaut, sondern habe den Decoder hier ans Gleis angeschlossen und die Innenbeleuchtung hier dran. Hier sitzt dann der Decoder. Normalerweise würde er dann im Wagenboden einsitzen, da wo die alte Elektronik auch sitzt. Wir sehen jetzt hier, die Spannung ist angeschaltet. Wir können nichts schalten, da der Schalter aus ist. Wenn wir diesen jetzt aktivieren, dann können wir die Beleuchtung an- und ausschalten. Wir können ebenso beliebige Lichteffekte auf den Waggon oder auf die Elektronik setzen, dass wir sagen können, wir können zum Beispiel Neon flackern oder eine Verzögerungszeit einstellen, dass er erst nach so und so viel Sekunden anfängt zu schalten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir alles durchspielen können.